Der Gameplay-Trailer zu Zusammenwachsen wurde veröffentlicht, der bei mir einige Fragen zum Umfang der Erweiterung aufgeworfen hat. Alle neuen Details gibt es trotzdem in dieser Trailer-Analyse. Es gab einen neuen Trailer zum The Sims 4 Zusammenwachsen Erweiterungspack, der von der Community tatsächlich einigermaßen gemischt aufgenommen wurde. Ich muss auch zugeben, dass der mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, aber wir wollen ihn in diesem Video trotzdem mal so ein bisschen analysieren. Wir starten jetzt einfach mal, es gibt hier eine schöne weitläufige Sicht von Sun Sequoia. Es gab viele in der Community, die gemeint haben, dass es sie so ein bisschen an Willow Creek erinnert. Finde ich persönlich jetzt irgendwie gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, woher dieser Gedanke kommt. Ich finde, Sun Sequoia wirkt tatsächlich so ein bisschen so wie eine Stadt, die wir bereits schon so im Spiel hatten. So ein bisschen Brindleton Bay-mäßig, finde ich. Ach, so schlimm finde ich es jetzt tatsächlich auch nicht, weil es trotzdem irgendwie so einen eigenen Stil hat. Gerade mit dieser unfassbar riesigen, coolen Brücke im Hintergrund. Der Trailer beleuchtet ja so ein bisschen die neuen Familiendynamiken und die Vorlieben und Abneigungen, die jetzt irgendwie scheinbar ja auch so ein bisschen überarbeitet wurden. Und man sieht hier das Haus der Michaelsens. Da haben viele von euch gemeint, dass hier unten das irgendwie so ein Hinweis auf die Autos ist. Das habe ich ganz viel auf Twitter gesehen. Ist aber, wie leider von dem Sim-Guru bestätigt wurde, nicht der Fall. Es wird mit diesem Pack keine Autos geben. Ich glaube, das hätten wir auch irgendwie mitbekommen. Was ganz cool ist, der Opa, der hier zu Besuch kommt, trägt ebenfalls so einen kleinen Koffer. Suche von Familienmitgliedern ist jetzt ebenfalls ein Teil von diesem Pack, beziehungsweise von Oma und Opa. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Eigentlich so ein naheliegendes Feature, aber bisher war es noch nicht in der Sims-Reihe mit enthalten. Das ist wieder so ein bisschen so ein Storytelling-Trailer, sage ich mal. Also die Entwickler haben hier so eine kleine Geschichte gebastelt, mit der dann die neuen Features so ein bisschen vorgestellt werden. Es geht jetzt gleich irgendwie um diese soziale Verträglichkeit. Wir schauen mal weiter. Hier sieht man auch nochmal die Rentner, wie sie hier so einen kleinen Wanderausflug machen. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Die neuen Haushaltsbeziehungen, das wurde ja auch schon im Blog-Eintrag so ein bisschen erklärt. Die Sims können jetzt hier quasi einstellen, ob sie eher distanziert sind, Spaßvögel oder eng. Sieht so aus, als wäre das ein Teil vom Ersteller, ein Sim-Modus. Die Ergänzung finde ich an sich ganz gut. Ich frage mich bloß ehrlich gesagt, wie tief das dann wirklich Einfluss auf das Gameplay haben wird. So doof wie das klingt, aber ich muss zugeben, dass ich es leicht merkwürdig finde, das einfach so im Ersteller einen Sim-Modus fest einzustellen. Das wäre irgendwie cool, wenn das so aus der Interaktion raus dann sich vielleicht so ein bisschen entwickeln würde. Das ist ja derzeit noch schwierig zu sagen, ob es vielleicht sogar so sein wird. Aber ich glaube, diese Option, die wir hier haben, können wir ja irgendwie auch schon so im Spiel so ein bisschen abbilden. Irgendwie ist es cool, dass man es einstellen kann. Ich frage mich halt echt, inwieweit das jetzt da irgendeinen krassen Einfluss drauf hat. Ich muss leider zugeben, das hat mir auch beim Angucken des Trailers so leicht Angst gemacht, weil ich finde, wir sehen es gleich nochmal so ein bisschen genauer, aber die Features, finde ich, wirken jetzt erstmal so unkonkret irgendwie. Die Vorlieben und Abneigungen können wir ja bereits auch schon einstellen. Die haben jetzt scheinbar irgendwie mehr Einfluss darauf, inwieweit die Sims sich mögen oder von Anfang an vielleicht eher so ein bisschen skeptisch aufeinander reagieren. Da muss ich zugeben, habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass es bereits jetzt schon so im Spiel ist. Ich wusste gar nicht, dass quasi das Gegenteil der Fall ist, dass wir das bis jetzt noch gar nicht können. Das ist auf jeden Fall witzig. Das heißt, in diesem Pack rücken dann einfach die Vorlieben und Abneigungen nochmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Oh Leute, ich finde dieses Klavier so genial. Es ist wirklich irgendwie echt cool. Jetzt haben wir auch mal endlich ein normales Klavier irgendwie im Spiel. Ich muss auch leider zugeben, dass ich in die Meilensteine, glaube ich, im Vorhinein ein bisschen zu viel reininterpretiert habe, weil gefühlt die Meilensteine irgendwie so ähnlich funktionieren wie die Gefühle aus dem Ab-in-Schneeparadies-Erweiterungspack. Für alle, die sich nicht mehr erinnern, wenn Sims bestimmte Sachen abgeschlossen haben, jetzt zum Beispiel hier der erste Kuss, dann wurden diese Gefühle mit anderen Sims zusammen dann auch im Profil der Sims so angezeigt. Und ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung, dass diese Meilensteine irgendwie quasi das gleiche Feature nur nochmal so ein bisschen anders ist. Das ist halt derzeit auch nochmal so ein bisschen die Frage. Da müssen wir auf jeden Fall den großen Entwickler-Livestream am 3. März abwarten. Vielleicht sind meine Befürchtungen ja auch ein bisschen zu übertrieben und eigentlich wird das richtig gut. Das schauen wir uns dann auf jeden Fall mal an. Man kann hier die Meilensteine schon so ein bisschen sehen. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist auf jeden Fall echt ganz cool. Ihr habt den Trailer bestimmt auch schon alle gesehen. Hier sieht man jetzt auch anhand ihrer Vorlieben und Abneigungen, dass sie sich irgendwie hier nicht so ganz grün sind. Sie haben halt verschiedene Interessen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Symbole hier bedeuten. Also okay, das wird höchstwahrscheinlich für den Garten stehen, für Gartenarbeit, das ist ja ganz klar. Hier wahrscheinlich so schelmische Aktivitäten. Was hiermit gemeint ist mit diesem Symbol, gute Frage.
Man sieht, er hier hat so neue Dehnungsstreifen und ganz viele neue Hautdetails. Hier so kleine Muttermale, das finde ich auf jeden Fall wirklich eine längst überfällige Ergänzung, das ist sehr gut. Hier sieht man dann nochmal einen negativen Meilenstein, und zwar ist er hier in dem Fall arbeitslos geworden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob es dann vielleicht so ein bisschen tiefwirkendere Auswirkungen irgendwie auf den Sim hat, weil ich glaube, seinen Job zu verlieren ist ja schon, die Sims sind viel zu wenig traurig und viel zu wenig niedergeschlagen. Vielleicht wird es dann auch so ein bisschen überarbeitet. Apropos überarbeitet, die Entwickler haben ebenfalls gemeint, dass das Interaktionsmenü, wenn man auf irgendwas draufklickt, irgendwie in irgendeiner Weise überarbeitet wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Irgendwie ist auch alles ganz lustig gemacht, aber wir sehen irgendwie wirklich, finde ich, relativ wenig Neues irgendwie. Bei den anderen Gameplay-Trailern war es ja gefühlt immer so, dass man so alle paar Sekunden irgendwas Neues im Hintergrund entdecken konnte, und hier ist es halt leider relativ viel von dem, was wir auch schon im ersten Trailer gesehen haben. Deswegen konnte ich jetzt hier auch einfach keine coole geschnittene Trailer-Analyse machen, weil es einfach irgendwie, finde ich, nicht so viel zum Analysieren gab. Okay, das ist total niedlich. Ich finde es auch geil, wie das, der Mund hier vom Säugling irgendwie komplett verschmiert ist. Wie es wahrscheinlich in echt auf jeden Fall so der Fall ist. Hier sieht man jetzt auch nochmal die Beziehung zwischen den beiden. Also es gibt hier auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Anscheinend sogar ein bisschen mehr als bei Erwachsenen irgendwie. Jetzt sieht man nochmal die Beziehung zwischen dem Opa und ihm. Hier jetzt auch nochmal quasi das neue Radfahren für die kleineren Sims, finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr cool animiert. Vielleicht gibt es dann ja sogar das, was man hier sieht, dann auch für die erwachsenen Sims, wäre auf jeden Fall echt mega cool. Ah, okay, dieser Schnodder hier, das ist ja schon echt ein ganz lustiges Detail auf jeden Fall. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses Trailers angekommen. Ich muss leider wirklich sagen, also bis jetzt, ich war am Anfang wirklich sehr angetan von dieser Erweiterung. Ich muss aber zugeben, dass mir dieser Trailer irgendwie das Pack noch nicht richtig schmackhaft machen konnte. Die Entwickler haben auch auf Twitter gemeint, dass im Livestream sehr, sehr, sehr viel Neues noch gezeigt wird. Ist jetzt die Frage, ob das so stimmt. Die Entwickler müssen das ja quasi sagen. Auf Twitter haben die Entwickler hier auch nochmal so ein paar andere Einblicke gezeigt. Und zwar sieht man den Sim hier, wie er mit diesem Koffer reinläuft. Das ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Detail. Das gefällt mir sehr gut. Sowas brauchen wir mit den Packs. Ich finde immer so kleine, coole Details sind auf jeden Fall was, was in The Sims 4 manchmal so ein bisschen untergeht, und das mag ich sehr gerne. Hier jetzt auch nochmal so ein paar Einblicke in die neue Region von SimGuru Nova, also die Screenshots sind auf jeden Fall echt genial. Anscheinend an diesem Hafen hier kann man ebenfalls auch langlaufen, die Boote sind natürlich leider nur Deko. Hier auch nochmal das Kino, da kann man zu 100% nicht mit reinschauen. Es gibt einen neuen Techtelmechtel-Ort. Ganz ehrlich, wer hätte damit rechnen können? Das gibt es ja gefühlt mit jedem Pack. Auch wenn wir im Trailer jetzt nicht so viele neue Infos bekommen haben, bin ich auf jeden Fall wirklich auf den Livestream gespannt, weil da dann sich, glaube ich, schon fast so ein bisschen entscheidet, ob das Pack gut wird, ob es eher nicht so gut wird, weil ich finde, in den Trailern ist natürlich alles hochpoliert. Da ist eine schöne Geschichte drumherum geschrieben. Da kann man die einzelnen Features immer so schlecht wahrnehmen, wie sie genau funktionieren, wie umfangreich sie sind, wie weit sie so ins Gameplay eingreifen, und all das wird dann höchstwahrscheinlich im Livestream so ein bisschen konkreter. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zum Trailer in die Kommentare schreiben, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Vielleicht bin ich ja jetzt auch fast so ein bisschen der Einzige, der dem Trailer nicht so ganz viel abgewinnen konnte. Ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, wie ihr so dieses Pack bisher einschätzt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.